Servus Leute, also ich habe ja schon Artikelbeschreibung fertig auf meiner Seite www.makern.de. Eine Tonaufzeichnung ist auch schon hinzugefügt. Jetzt machen wir noch eine Screenaufnahme und reden über Akkuface C17. So. In meiner Beschreibung habe ich beschrieben, dass das eine unglaublich gute, ein unglaublich guter Phono-Vorverstärker ist. Hier links sehen wir auch die Preise 1900 Euro, was schon auch nicht günstig ist. Hier haben wir ein Bild von innen, einfach nur traumhaft. Und in dieser Tonaufzeichnung hatte ich erwähnt, dass man vergleichbare Phono-Vorverstärker erst gar nicht mehr findet. Also wenn irgendein Hersteller so komplex Phono-Vorstufen bauen würde, also die wären unter 10, 12, 13.000 Euro gar nicht zu kriegen. Das wäre schon aufgrund der Ressourcenpreise, die so massiv gestiegen sind, nicht möglich. Also von daher ein Traum von einem Phono-Vorverstärker. Und in der Tonaufzeichnung habe ich auch erwähnt, dass ich mir echt gewünscht hätte, dass Akkuface zwei Monoblöcke in diesem Format herausgebracht hätte. Hey, das ist doch, also ich finde traumhaft, das ist für mich wunderschön, was Akkuface hier gebaut hat. Und überlegt mal, das hier als Monoblöcke, hey, das wäre ein Traum, wirklich ein Traum. Okay, VUs nur in LED beziehungsweise in digitaler Form wahrscheinlich. Nadel-VU wäre aufgrund der Größe eventuell schon möglich, aber ich mag dieses kleine Fensterchen. Das wäre schon absolut mein Fall, aber leider wird das nie geschehen. Von daher erfreuen wir uns erstmal nur an diesem Phono-Vorverstärker. Wie man das halt auch sieht, hier 1250 Lachos wurde eins verkauft, nicht auf Lager wahrscheinlich auch verkauft, ist das eine reine MC-Geschichte. Ja? Also es verstärkt MC-Tonabnehmer und macht das für meine Ohren außerordentlich. Wer wirklich einen High-End-Phono-Preamp möchte, hier ist er. Ja. Wie gesagt, vergleichbare sind nicht zu bezahlen, die kriegst du heute gar nicht. Und klanglich wirklich herausragend. Ich finde sogar besser wie die Phono-Vorstufe im C280L. Ich hab den Eindruck, okay, bei der C280L hast du halt Vorteil, dass du sowohl MM als auch MC laufen lassen kannst. Bei der kannst du leider nur MC laufen lassen. Was ich ein bisschen schade finde, MM hätte ich mir gerne gewünscht, weil ich habe auch Tonabnehmer und das wäre halt schon eine coole Geschichte gewesen. Ich weiß jetzt nicht, warum die Seite nicht lädt, aber ich versuche mal hier weiterzumachen. Vielleicht habe ich wieder Internetprobleme, nö. Also bei mir ist es gerade ganz schlimm, seit Unity Media bzw. Kabel BW an Vodafone verkauft wurde, habe ich permanent Ausfälle. Hey, das ist doch echt zum Heulen. Aber ich habe mir mittlerweile, hat man mir auch gesagt, dass man bei solchen Problemen von Vodafone dann so ein 500 Gigabyte Ding kriegt, wenn Ausfälle entstehen, also kostenlos, dass man dann über dieses mobile Ding wenigstens ins Internet kommt. Was ja auch cool eigentlich ist, muss ich ja schon sagen. Und also hier ist sie. Für mich die schönste Phono-Preamp, oder der schönste Phono-Preamp, dass man sich gönnen kann. Ja. Wenn wir jetzt aber hergehen und sagen, hey, ich möchte, lasst uns doch mal gucken, High-End-Phono-Vorverstärker, was wir da alles finden. Also okay, hier iPhone 2 weiß ich nicht, da müsste man sich mal schlau machen, wie gut das Ding ist. Von SBL gibt es welche, die kosten 1900 Euro in Silber oder in Rot. Seht ihr ja. Und also schön ist es, muss ich schon sagen. Also ich finde es jetzt nicht wirklich hässlich. Hat auch so diese typische HiFi-Größe. Aber mir gefällt die Akkuface, ich meine mehr. Was gibt es sonst noch? Lasst mal gucken. Gehen wir mal hier auf Bilder. So, von Macintosh gibt es einen MP100.
Phono-Vorverstärker für 2850 Euro, lasst mal rein. Ich will nicht alle akzeptieren. Ich meine, diese Cookie-Geschichte ist so nervig, ey. Das ist echt. Das ist doch echt ganz komisch. Ja, also, sieht auch schön aus. Könnte ich mir auch gar nicht, also könnte ich mir auch vorstellen, sowas zu besitzen. Ich würde gerne wissen, ob der MM kann. Der kann beide MM und MC. Was jetzt schon mal einen Vorteil gegenüber den Akkuphase hätte. Aber wenn wir jetzt nur mal bei dem hier bleiben, ja, also machen wir mal hier kopieren und schauen wir mal, wie der von innen anschaut. So, machen wir mal den hier auf. Einsetzen, Schwesterherz. So, an für sich schön. Aber ich möchte gerne wissen, wie der von innen ausschaut. Weil das ist leider halt auch ein Kriterium. Okay, ist es das hier? Ja. Also okay, ja. Jetzt erinnern wir uns. Akkuphase. Und Macintosh. Also. So, lass mal gehen. Ja, ja, okay, jetzt sehe ich, akzeptiere alles. Ey. So, wo sind wir? Gehen wir mal wieder zu Akkuphase zurück. Und schauen Akkuphase von innen an. So, das ist Akkuphase von innen. Das ist Macintosh von innen. Also, wenn was sein sollte, ist Akkuphase super schnell repariert. Und hier, guck mal, durch was alles die Signale gehen müssen. Ne? Ja, sogar SMD, weißt du, also, naja, ich weiß nicht. Also mich spricht Akkuphase auf jeden Fall deutlich mehr an, sorry. Aber das hier, was hier drinnen so passiert, gefällt mir nicht. Und wenn hier was passiert, ich meine, was willst du denn da reparieren? Sagen wir mal, nach 20 Jahren fällt hier da so ein Prozessor aus, so ein IC fällt hier aus. Du kriegst die Scheiße nicht mehr, ja? Dann ist das gewesen. Dann war's das. Aber diesen wunderschönen Akkuphase kriegst du sogar nach 20 Jahren repariert. Ey. Also, naja, ich verstehe die ganze Sache nicht, aber ich verstehe nur eins. Mir sagt auf jeden Fall Akkuphase mehr zu, wie dieser Macintosh Preamp. So, Lehmann Audio. Die Dinger finde ich geil und bei denen ist es auch so, dass man hier auf jeden Fall repariert bekommt. Ja? Das hier ist tatsächlich so. Also, schau hier rein. Gehen wir mal hier rein. Guck, selbst das kriegst du repariert. Alles cool, alles easy. Verdammt schön aufgebaut. Sehr hochwertig aufgebaut. Traum. Also, dann lieber sowas wie so ein Macintosh-Ding jetzt. Kein Joke. Naja, man muss ja auch an die Zukunft denken. Ich meine, wir sind ja so, wir interessieren uns ja für Vintage-Gerätschaften. Wir interessieren uns ja für Gerätschaften und die lange halten sollen. Und aus dem Vintage-Bereich wissen wir das ja auch, dass Geräte, die konventionell oder halt nicht mit so viel Digital-SMD-Geschichte aufgebaut sind, im Notfall jeder Radio-Fernsehtechniker auch repariert bekommt. Ja, also von daher finde ich jetzt die C17 obwohl sie so alt ist, aus zukunftsträchtiger Sicht, finde ich die C17 der Macintosh überlegen. Oder zumindest allen Phono-Vorverstärkern, die so aufgebaut sind wie dieses Macintosh-Gerät. Ja. Wenn sie so wie Lehmann aufgebaut sind, perfekt. Ja, geil, mega. Und ich finde, das hört man auch, wenn da nicht so viele Prozessoren und irgendwelche ICs dazwischen sind oder auch SMD, dann hört man das auch. Ja. Und klanglich mit einem MC-Tonabnehmer wirklich eine traumhafte Geschichte. Ich liebe diese Phono-4-Stufe. Die habe ich jetzt zur Überholung abgegeben. Also sprich, das soll da mal rumchecken. Wenn da irgendwas außer Norm ist, soll es austauschen. Ja?
Und ich freue mich, wenn sie halt in Anführungsstrichen überholt zurückkommt. Und dann kann ich endlich mal wieder Platten auf höchstem Niveau genießen. Als Vergleich habe ich da Akkuphase C280L. Wenn wir jetzt hergehen, MC-MC hören, hört sich die C17 besser an wie die interne MC-Geschichte von diesem L, von diesem 280L. Nein, nicht besser, also ist schon super ähnlich, auch gleich würde ich schon sagen, ja. Nur ich finde, dass bei der C17 ein bisschen mehr Tiefbass entsteht, komischerweise. Ja. Also ich habe da so eine Platte, das habe ich mal vorgeführt einem Kollegen, habe gesagt, hey, komm mal her, hier Platte, boah. Hier Streaming, boah. Also über Streaming war das krasser, war körperhafter, war größer, war auch im Bassbereich informativer wie die Schallplatte. Also Streaming, ja, weil jeder sagt, oh, Streaming, und so, nein, 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 Streaming ist mittlerweile, also ich benutze Apple Music mit ihrem Lossless-Format, absolut CD-Qualität, perfekt, geil. Und wie ich finde, auch in dem Fall der Platte überlegen gewesen. Aber ich habe dieselbe Geschichte nochmal über die C17 gehört und dann hatte ich mehr Bass. Hatte ich mehr Tiefbass. Noch lang nicht so, wie es jetzt beim Streaming war, aber es war trotzdem besser wie bei der C280L. Und die C280L wird ja deshalb geliebt und gemocht, weil es so einen herausragenden Phonophore-Verstärker in sich hat. Ja? Also von daher könnte auch durchaus möglich sein, dass die C280 mal zur Überholung muss, dass da vielleicht in dieser Sektion einige Elkos nicht mehr die volle Kapazität haben. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Von daher, das würde ich jetzt nicht so sehr auf die Goldwaage nehmen oder so krass bewerten. So, das sind die Module, die sich abschrauben lassen, so sieht es dann aus. Das hat jetzt der Kollege gekriegt, soll er hier mal ein bisschen rumwerkeln und hier ein paar Echos austauschen und die Sache dann durchjagen. So, noch detailreichere Bilder, gehört das überhaupt dazu? Ich mache mal auf, doch ja, gehört dazu. Hier gibt es einen Riesenbericht, das sehe ich ja zum ersten Mal. Wo ist das hier? Ja, bei Old Fidelity. Ja, hier kann man ja echt was lesen, Leute. Ja, hier, habt ihr. Hier könnt ihr, was schreibt ihr? Zuerst möchte ich sagen, dass mir bewusst ist, dass dieses Gerät ein technischer Overkill ist. Für die Schaltpläne reicht ein wesentlich einfacherer Verstärker, um sie voll auszureizen, selbst mit Low-MC-Abnehmern. Ich bin ein großer Akku-Fan, stehe auf die hochwertige Verarbeitung und die komplexe, völlig überdimensionierte und ausgewöhnliche Schaltung des Herstellers. So stand schon längst ein Akkuphase, Phono und so weiter. Cool, also hat schön geschrieben. Hat besser geschrieben, wie ich das je schreiben könnte. Aber ich werde auch noch was dazu schreiben. Das Gerät war günstiger als üblich, da defekt. Der Vorbesitzer war kein Fachmann und ist wohl aus dem Gerät umgestiegen. Das Durchschleifen eines MMS-Abnehmers funktionierte. Der Heatamp war aber auf beiden Kanälen tot. Die C17 ist Dual-Mono und deshalb und so weiter. Ja, sehen wir alles. Und dann bringt das zum Überarbeiten. Ja, hier macht er raus. Irgendwas Schmutz. Ne, ist das ein Tisch? Ja, was ist passiert? So, ja, also sieht okay, sieht schon komplex aus. Naja, ich dachte, das ist nicht so komplex. Jetzt ein Haufen Relais. Scheiße. Da wird sich mein Kollege aber freuen. Naja, also der Kollege, der es zum Reparieren gekriegt hat, was ist? Schaltplan. Das nehme ich mal gleich mit. Also bevor ich es vergesse, nehme ich das mal mit. Weil vielleicht wird das der Kollege brauchen von mir. Ja, also, ich rufe den gleich mal an. Also dem habe ich mal eine Technics-Endstufe gegeben, dass er das reparieren soll, eine größere. Und der hat ein Jahr dafür gebraucht und kam es unrepariert zurück. Wenn das jetzt mit der hier genauso passieren sollte, dann werde ich aber sauer. Deshalb
schreibe ich den gleich heute Abend mal an, wünsche Ihnen schöne Weihnachten und sage, hey, wenn du keinen Bock drauf hast, dann hole ich ihn ab und gebe es jemandem, der das wirklich reparieren könnte und auch Bock drauf hat, es zu reparieren. Naja, wie auch immer, nicht reparieren, sondern überholen. Ja, also eine herausragende Geschichte, wenn du zwar kein Akkufesgerät hast und trotzdem Bock auf einen herausragenden Phono-Vorverstärker hast, bitteschön, kauf den dir. So sieht ein C280L von innen aus. Und wenn ich das so sehe, ich hatte vor, eventuell mein C280L mit der P800 abzugeben, aber wenn ich das jetzt so mir angucke, wie das Ding von innen ausschaut, Alter, das ist doch nicht mehr normal. Warum ist Akkuface einfach immer in so einem Gottmodus unterwegs? Das ist doch nicht normal. Guckt euch das alles mal an. Wie kriegt man sowas hin? Also die Frage ist nicht, wie kriegt man sowas hin? Die Frage ist, warum kriegen das nicht andere so hin? Das ist die Frage. Wenn wir jetzt schon mal da sind, dann gucken wir mal auch uns den DC300 von innen an. Also, weil wir jetzt gerade so witzig drauf sind. Ja, selbst die. Alter. Das ist echt nicht normal. Also Akkuface ist schon Killer. Also da kann jeder sagen, was er will. Akkuface ist und bleibt Killer. So. Ja, mal Facebook. Irgendeiner Facebook hat das hier mit der DC300 und A50, so wie es ausschaut. Tolle Kombination. Naja, meine Kombination ist anders. Ja, also vielleicht wollt ihr das mal sehen. Dann mache ich das mal hier dicht und mache mal Kamera auf. So sieht es bei mir momentan aus. Seht ihr das? Wunderschön, oder? Monoblöcke und so weiter, alles geil. So, machen wir das wieder zu. Machen wir das hier wieder auf. Ja, Leute, so ist das Leben. Akkuface bereichert einen. Akkuface macht alles schön. Akkuface ist Akkuface. Ich würde gerne ein Gedicht über Akkuface schreiben, aber ich glaube, dann haltet ihr. Oder ich habe ja schon mal ein Gedicht geschrieben über die P800. Ja, dann mache ich das auch mal über die Stax oder die C17. Wie auch immer. Also du suchst einen Phono-Vor-Verstärker, dann kauf dir diesen Akkuface C17. Wenn du Glück hast und eins findest, wenn du aber keinen Bock drauf hast und der ganzen Sache zweifelst, dann streck deine Fühler Richtung Lehmann Audio. Da machst du auch nichts falsch. Also bis dahin und ciao.